Es ist soweit. Der magische Moment ist da. So kurz davor und doch so weit entfernt. Welches Spiel ist es würdig, die Nummer 1000 zu sein? Ein gutes Spiel? Ein noch besseres Spiel? Niemand soll diese Entscheidung treffen können. Oh, fuck off! Nein, nicht jetzt! Das 1000. Spiel muss... Es muss besser sein als alle anderen. Es muss etwas ausstrahlen. Es muss was Besonderes sein. Es muss einfach alles haben, was jedes Spiel haben soll, was ich jemals in meinem Leben haben wollte. Und deswegen kaufen wir uns einfach ein random Spiel. Spiel 1000, meine Freunde. Ja, warte. Mach's jetzt nicht schlimmer als es eigentlich. Komm, go. Ja, gut, komm, mach, mach, los! Spiel Nummer 1000, es wird meine Kollektion vollenden. Das 1000. Spiel. Wir werden warten und wir werden schauen, was es sein wird. Und wir werden es spielen. Ich hoffe, es ist kein Anime-Spiel, weil 90% aller Spiele auf Steam sind Anime-Spiele. Und wir warten. Und wir warten. Und wir warten. Oh! Es ist fertig! Schauen wir nach! Produktschuss erhalten, komm, jetzt gib mir bitte irgendwie. Ja, klar. Okay, gut. It's a Net of a Rabbit. Okay, das ist Spiel 1000. Wow! Das ist 1000. Warum zum Fick muss ich auch ein Spiel bekommen, was 7 GB groß ist? Konnte ich nicht irgendein scheiß Indie-Game bekommen? Hätte es nicht gereicht? Nein? Really, Steam? Really? Ich aktiviere gerade meine ganzen Keys und... okay, gut. Ich aktiviere zu viele Keys auf einmal, dass Steam mir irgendwann sagt, stopp, Dude, hör auf, es reicht. Dude, es reicht. Wow. Okay, gut. Ich habe noch ca. 50 Keys übrig und ich habe jetzt schon 1051. Das heißt, ich hatte einfach noch 100 Keys rumliegen, die ich nicht aktiviert habe, weil ich irgendwas Spezielles für den 1000 haben wollte. Cool, und das Spiel ist bald fertig. Great. Wow, 3 Minuten noch. Toll, ich freue mich. Jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum ich so unglaublich viel Scheiß auf Twitter verschenke. Gut, aber wie gesagt, folgt mir auf Twitter, wenn ihr wollt, dass ich weiterhin irgendwelche Spiele verschenke. Ich verschenke da aktuell jeden Tag 2 Steam Keys. Einfach auf Twitter gehen, mir folgen und dann bekommt ihr das mit. Ist halt unverlinkt. Mein Steam-Profil ist übrigens auch unverlinkt, weil es netzwerk anscheinend ein paar Leute gibt, die mein Steam-Profil faken wollen, was ich sehr komisch finde, weil es eigentlich ziemlich offensichtlich ist, wer der Richtige ist und wer ein Falscher wäre. Aber gut, mein Steam-Profil ist unten verlinkt, wie immer. Und meine Steam-Gruppe ist auch unten verlinkt, wenn ihr da reingehen wollt. Gut, und dann, ja, fühle ich mich jetzt weiterhin schlecht, weil ich vielleicht 5% aller meine Spiele jemals spielen werde. Bitte nicht über 10.000, bitte nicht über 10.000. Wie viel Dollar-Spasti bin ich? Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt wissen will. Ich habe keine Ahnung. Will ich sehen? Oh.
Ich bin Spasti. Ich könnte mir für meinen Steam-Account einfach ein Auto kaufen. What the fuck? Ich habe massenhaft Spiele, die nicht mal mehr im Store drin sind. Was sind das für Spiele? Not in Store, not in Store, no price, not in Store. Das sind alles Spiele, die es nicht mehr gibt. Oder, ich bin mir nicht sicher. Ich habe auf jeden Fall komische Spiele, die einfach nicht mehr existieren. Und Spiele, die... Das spielt eine Bewertung von 4%. Das spielt eine Bewertung von 4%, das von 5, das von 7. Das sind sehr gute Spiele. Ey, das habe ich schon gespielt. Das war sehr gut. Okay, von meinen über 1000 Spielen habe ich 832 noch nie installiert. Noch nie angefasst. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ey, Spiel ist fertig. Cool. Ich freue mich. Nice, let's go. Spielen wir mal ein schönes Spiel für 2 Minuten, dann werde ich es nie wieder anfassen. Es gibt's auf Deutsch. Cool. Spanisch. Das ist nicht Deutsch. Das ist auch nicht Deutsch. Du bist 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 Deutsch. Let's go. Let's go! Und so beginnt es. Und so hört es auf! Das Traurige ist, dass das Spiel wahrscheinlich sogar echt gut ist und ich jetzt hier vielleicht 2 Minuten spielen werde und es dann nie wieder anfassen werde, weil Point-and-Click ist nicht so mein Genre. Ich bin ein Affe. Soll das heißen, du weißt es nicht? Oh, wie Tumblr das ist. Kannst du reden oder weißt du gar nicht, ob du reden kannst? Nein. Dann suchst du wohl den Anfang deiner Geschichte. Das habe ich nicht. Ich habe nur gesagt, dass ich mich nicht verlaufen habe. Ich habe nichts von irgendeiner Geschichte erwähnt. Also lass mich gehen. Ich will weg. Ich möchte nicht zu dir gehen. Ich kann da oben lang. Da oben lang will ich gehen. Lass mich da. Nein. Ich laufe irgendwo lang, wo ich nicht langlaufen soll. Weil links ist mein Weg. Ich gehe immer nach links. Weil ich kann nicht nach links. Fuck you. Dann geh mir halt einen Typen hin. Fuck you. Da bist du ja. Ja, ich will gar nicht auf die Story hören. Das macht mir das Spiel Spaß und dann will ich es durchspielen. Und die Delik spielt dann alle 10 Stunden. Deswegen, no, ich guck gar nicht erst hin. Aber ich will, du darfst keinen Spaß machen. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Geht, lass mich in Ruhe. Ich möchte gar nicht sehen, was hier passiert. Ihr auch nicht. Ihr dürft nichts sehen. Geht weg. Augen zu. Oh, dieser Anfang reimt sich. Den muss ich mir sofort notieren. Abends sanft die Felder küsst. Ist's für Jerry Haselnuss Zeit, ins Bett zu gehen, um wunderbare Dinge nachts im Traum zu sehen. Jede Nacht bewegt ihn ein Wunsch. Oh. Dann sagt die Mutter, so wie Mütter das tun. Bald, mein Schatz. Doch jetzt musst du ruhen. Schon, da schlummern die beiden ganz sacht. Ende.